Hallihallo, ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr unser 49. Burgfest veranstalten können. Zwar light, etwas kleiner und außerhalb der Burg, aber immerhin können wir ein Burgfest veranstalten. Wir sind sehr froh vom Vorstand, vom Burgverein, dass es geklappt hat. Die Zusammenarbeit mit der Stadt war perfekt, sodass wir nur glückliche Gesichter heute sehen werden. Einen herzlichen Gruß hier aus der Woganlage und vielen Dank an den Burgverein. Toll organisiert, das 49. Burgfest ist gerade eröffnet worden. An zwei Tagen gibt es hier Speis und Trank auf der Burg, rund um die Burg. Und ich bin dem Burgverein sehr dankbar, dass wir das organisieren konnten. Die Leute sind gut drauf, Corona-Regeln werden eingehalten und es ist einfach eine tolle Aktivität und Festivität. Endlich mal wieder ein Fest in Eppstein. Auch in Corona-Zeiten ist es möglich. Natürlich wird hier aufgepasst. Und der Burgverein macht es möglich. Und ich freue mich. Alles Gute. Herr Simon, ich will gleich das Wort noch mal weiterleiten, weil ich glaube, unsere Ortsvorsteherin hat da was zu sagen. Ne? Gut aufpassen. Vielen Dank. Ich halte mich ganz, ganz kurz und schließe mich einfach den Worten von unserem Bürgermeister an. Es ist großartig. Das Wetter spielt mit und wir können heute das legendäre Burgfest light genießen. Trinken Sie ordentlich, essen Sie ordentlich. Die Burg braucht unsere Hilfe. Und als Ortsvorsteherin ist mir zugetragen worden, ergänzend möchte ich mitteilen, es könnte sein, dass Ihnen eins, zwei Gespenster begegnen. Die können nicht mehr schlafen. Die Bauarbeiten führen dazu, dass sie ihre Tagesruhe nicht finden. Diese kleinen Gespenster, die gehen vielleicht durch die Reihen und bitten um Spenden, die wir ganz, ganz dringend benötigen. Und wäre schön, wenn da das ein oder andere Talerchen hineinfließt. Viel Spaß, lassen Sie es sich gut gehen und ich gebe zurück an den Vorsitzenden. Jetzt sind wir hier im Halsgraben und hier gibt es einen wundervollen Sektstand und Weinstand und bei mir ist der Dirk Büttner. Dirk, Alex. Büttner. Ja. Dirk, mein Lieber. Wie ist es? Wie läuft das Burgfest? Ja, also wettermäßig, wir haben die Sonne geputzt, alles bestens. Wir freuen uns jetzt, wir sind bereit, die Leute können kommen. Wir haben es ein bisschen abgespeckt, das Programm, aber sind voll motiviert und haben riesig Spaß. Dann viel Freude dabei. Danke, Alex. Flohmarktzwinger sind die Landsknechte, wie in jedem Jahr des Burgfestes. Und hier wird gegrillt, hier wird schönes dunkles Bier ausgeschenkt und hier ist auch eine gute Stimmung. Ramon Oliveira, der Burgvereinsvorsitzende, ist bei mir und es ist ein besonderes Burgfest, aber es läuft, oder? Es ist tolle Stimmung. Ja, es läuft, es ist eine tolle Stimmung und wir sind froh, dass wir halt zumindest einen Teil in der Burg auch machen können. Wir wissen, dass der Innenhof gesperrt ist wegen den Bauarbeiten, aber zumindest hier im Ostzwinger können wir es wie in gewohnter Runde unsere Landsknechte unterbringen und es wird auch immer jedes Jahr gut angenommen. Also schon. Oh,
She don't like a devil, she won't feel the fact. And if she's alone, she sees way too bad. What's the truth in and what it to mean? Such a long, 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 such a long